Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und um den besten Livestream auf dem ganzen Planeten natürlich. Hier gerade live auf Twitch mit meinen allerbesten Freunden, weil die mir gerne live zuschauen, wie ich meine Arbeit vollrichte und mir vielleicht sogar dabei helfen, gewisse Dinge, was so Background-Know-how und so angeht, da ein bisschen nachziehen. Die haben hier mir vorgeschlagen, dass ich auf jeden Fall auch in den Trends die neue Nummer von Rain Man anhören soll. Ist immer lustig, wenn ich Rain Man lese und höre und so weiter, denke ich immer an den alten Film. Und dieser Rain Man, der war ja geistig nicht ganz fortgeschritten, sagen wir es mal so. Aber gut, vielleicht kennt er den Film nicht und dachte sich der Name, oder vielleicht ist er mit dem, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall Rain und UFO 361 ist nämlich nur mit UFO zusammen, deswegen hier auch zwei Paar Schuhe. Fragt sich, wer welche trägt. Vielleicht tauschen die aber auch untereinander aus. Man weiß es nicht, es gibt kein Video, aber zumindest hier den Song. Was natürlich interessant wäre, wenn Untertitel auf möglichst nicht Französisch. Okay, es ist doch nicht Französisch, oder? Nein. Jetzt schreibt hier gerade jemand im Chat, Melodie 1905, es gibt ein Video. Okay. Dann ist es nur nicht in den Trends, oder was? Dann gucke ich mal doch direkt danach. Sonini, der K-Pop-Livestream ist morgen. Ja, morgen, nicht heute. Ah, da ist das Video. Ah, cool. Können wir das Video gucken. Ah, schon besser. Wenn man es zu gucken hat, ist immer besser. Düzeltmem gerek çünkü düşersem bir gün etmez kimse merhamet tüm yanlışlara rağmen hala gülümseyerek ya barışmam gerek ya savaşmam gerek yaşamak değil ki bu her yol yokuş sorunlar sur gibi büyük burada kaçamak yaptım bir dur sen önce kur kafanda kur yaşamak değil ki bu her yol yokuş sorunlar sur gibi büyük Na, so also ein bisschen Rayman. Der Beat ist sehr, sehr klar. Die Loop ist sehr, sehr klar. Also man hört da das Sample sehr deutlich. Das sind eben diese drei Töne, die da spielen und dann so wie so ein na, eigentlich ist es kein Ping-Pong-Delay. Ich glaube, es ist einfach ein Mono-Delay, vielleicht sogar ein Stereo-Delay. Und dann ist da aber auf das komplette eben immer so ein Panning gesetzt, automatisch rechts nach links. Und sonst halt die Drums sehr, sehr fett auf jeden Fall, das ist sehr, sehr cool. Bisschen wenig Variation, so etwas ist halt wahrscheinlich in 10 Minuten produziert oder allerhöchstens 30. Ich meine, der Vibe ist da, der Bounce ist da, aber so ein bisschen Abwechslung zwischendrin, so irgendwas Kleines, so eine kleine Überraschung, fände ich dann doch schon mal ganz frisch. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, natürlich als Produzent, wenn man das alles sehr schnell durchleuchtet und sieht, ob das dann vielleicht schneller langweilig ist.
als für den normalen Musikhörer, ob der das natürlich länger genießen kann und doch faszinierender findet. Aber sonst sehr, sehr cool, der Beat auf jeden Fall. Und ja, auch Rain Man stark. Gucken wir mal weiter, was UFO abliefert. Ich in den Streets, ohne Rex, immer nur das Team dabei. Heute fahr ich in den Benz und zähle Cash, aber kann mit niemandem teilen. Früher Birthdays, Dicker, ohne Torte. Ja, Dicker, heute fahr ich in Porsche. Früher wollte mir keiner zuhören, nein, heute Rage Rage durch meine Worte. Rich Rich, Rage ist die Lean. Hab keine Zeit für die Fame, aber es bringt mir ne Party für Lied. Frosted, AP, Verbrenner, ein Stapel von Money, gib mir Benzin. Ohne mich, werd ihr immer noch auf Boom Band. Future, nicht Wu-Tang. Stay high, Dicker. Ja, es war ein long way, long way. Ja, Shaka, all day, all day. Ya yaşamak değil ki bu. Her yol yokuş, sorunlar su gibi büyük. Burada kaçamak, yaptım bir dur. Sen anca kur, kafanda kur. Ya yaşamak değil ki bu. Her yol yokuş, sorunlar su gibi büyük. Burada kaçamak, yaptım bir dur. Ja, also im Sample läuft natürlich mehr noch als die Töne. Man hört das ja hier am Ende und am Anfang. Na, da ist unten drunter, unter dem sehr hohen, was man da eben hört, was ich meinte, was immer die Seite wechselt, läuft unten drunter noch so was Pad-mäßiges. Ich glaube sogar fast, dass es arpeggiated ist. Aber es ist so leise im Hintergrund und so dumpf, dass man es nicht genau raushören kann. Aber das gibt halt dann auch die ganze Ästhetik von diesem Sample erst aus. Weil wenn es nur diese oberen Töne wären, wäre es sicher zu wenig. Und irgendwas ist da eben noch drin, was eigentlich fast nur wie ein Rauschen klingt. Und aber auf diesem Rauschen, wie als wie so ein bisschen wie windmäßig, jetzt nicht direktes Rauschen wie ein White Noise oder so, also jetzt nichts aus dem Synthesizer, sondern als ob man so ein Raummikrofon aufgestellt hätte und da irgendwelche Lüfte quasi aufnimmt und da drauf ein Flanger drauf, also ein Plugin, ein Flanger, und das macht dann diesen, oder vielleicht ist es ein Flanger auf einen dieser Instrumente, der diesen Effekt hat in Kombination mit ein paar anderen Plugins. Ja, und das ist auf diesem Bassbereich drauf, der Flanger. Ja, also sind schon ein paar Sachen gemacht worden, damit es diese Ästhetik bekommt, das Sample. Also da steckt auf jeden Fall Arbeit drin. Das sollte jetzt nicht heißen vorhin, dass das ohne Mühe gemacht wurde. Aber im Gesamten, ja, weil das ist halt ein Vier-Takte-Loop, im Gesamten ist es dann doch sehr wenig, was dann da passiert, und das ist, glaube ich, dann zu repetitiv. Das, klar, ist es auch eine Genrefrage, beziehungsweise Subgenrefrage, wie sehr man da drauf steht. Ich finde aber trotzdem, dass man selbst da mit sehr, sehr kleinen Griffen da einiges schaffen kann. Also mittlerweile hört man hier sogar Krankenwägen und sonstiges, Karfreitag. Alle sind draußen, fantastisch. Ich habe die Fenster aufgemacht, weil es beziehungsweise Balkontüren, weil ich eine super Sicht dann habe und vielleicht die Laune dann nicht ganz in den Keller geht, wenn ich so lange hier sitze und auch ein bisschen die Sonne sehen darf. So, Leute, das dazu, weil sonst gibt es nicht viel zu sagen. Ja, ist Kick. Die Kick ist halt selber, hört man die gar nicht so deutlich draus, weil immer unten natürlich dieser super Bassanteil dran ist, der fast OZ-typisch, super artefaktlastig, sehr kaputt daherkommt vom Sound her. Man kennt das ja von diversen Songs, die er da produziert hat. Machen ja auch viele heutzutage. Ja, ansonsten hier im Chat sehe ich auch ein, zwei Kommentare, dass sie es ein bisschen langweilig finden, den Beat, aber ja,
ne, zum Chillen oder so ist es dann aber auch schon wieder cool, dass man eben nichts so super Anstrengendes hat. Deswegen, man muss das immer so oder so sehen. Da gibt es immer mehrere Ansichtsweisen und das darf man nicht pauschalisieren. Trotzdem so oder so ein starker Song. Hier von Raymond und UFO 361. Das, haben die, die hatten, glaube ich, schon was zusammen gemacht, oder? Das Ganze ist produziert eben von OZ und Nick D. Mix und Mastering ist von King Size. Grüße gehen raus. Sehr, sehr stark auch alles im Gesamtkonzept gewesen. Ich fand den Sound tatsächlich super. Ja, ansonsten vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt hier den ersten Teil nicht verstehe. Keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen, es trägt sich so dahin. Vielleicht macht das unter bestimmten Einflüssen, wenn ihr versteht, was ich meine, mehr Sinn oder mehr Spaß oder so, weil es ist halt voll laid back und chill und keine Ahnung. Ja, aber es alles ist gut. Das ist halt das Ding. Also ihr müsst verstehen, in der Produktion ist alles super, die Aufnahme ist gut, der Beat ist gut, alles gut. Ich bin jetzt nur nicht so super hyped, weil es mich nicht so richtig abholt. Das ist einfach meine eigene Meinung. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ihr habt sicherlich was gelernt, deswegen lasst gerne ein Abo da. Ihr könnt natürlich auch immer in die Kommentare schreiben, wie ihr die Songs findet. Und da können wir uns auch austauschen. Und ihr euch untereinander auch in der Community. Das funktioniert sehr, sehr gut in meiner Community, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr geil. Es sind auch sehr viele coole Leute dabei, die sich da eben gut austauschen können. Wie hier auch im Twitch-Stream gerade. Die dürft ihr auch gerne folgen, das nächste Mal live dabei sein. Auch gerne auf Instagram, wie gesagt, folgen. Da kündige ich das immer an. Und jetzt gibt es ein Thumbnail. Das war's Thumbnail und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.